Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu aller Voraussicht nach letzten Ausgabe des Bright Seeings mit Mystic Quest Legend. So langsam schlängeln wir uns durchs Geschlängel. Und ich hoffe, dass es... Oh, war auf die gute Wahl, die Kralle hier zu belassen. Und ich hoffe, dass wir nicht zu viel verworrene Gänge hier entlang gehen müssen, weil das ist schon relativ knackig hier aufgebaut. Aber ich schätze, wir sind auf einem guten Weg. Weil, wo Gegner sind, kann es ja nur heißen, dass man irgendwo richtig geht. Komm, verbrenne sie! Verbrenne die dummen Hunde. Die haben nichts anderes verdient. Also im besten Fall soll es das hier sein. Der Boss hier. Und vielleicht noch so ein kleinerer Mini-Dungeon. Den finalen Boss. Das können wir vielleicht in der aktuellen Folge noch hinbekommen. Dann haben wir es doch ein bisschen unter der Zeit geschafft. Dann ist das Projekt Mystic Quest Legend ein zweites Mal im Leben durchspielen tatsächlich geschafft. Hoffen wir es. Kann mich jetzt nicht erinnern, ob der Boss mir so viel Kontra geben hat. Wahrscheinlich schon, ne? Weil die waren jetzt zum Glück alle ein bisschen leichter. Vor allem, weil ich glaube ich so ganz gut gelevelt bin. Mit 32. Alter, was ist denn hier los? Werde ich hier versteinert von den Hades-Wächtern. Ein bisschen. Aber ich muss mir doch den Heiltrank erstmal benutzen, bevor du versuchst mich zu versteinern oder versmoggen. Oh. Ich wollte eigentlich... Alles umsonst diese Runde. Kein einziger Angriff, weil ich außerdem nochmal Geheiltranks habe. Das ist doch nutzlos. So. Der Rucksack soll denn da. Hör mal auf hier. Habe ich doch keine Böcke drauf. Noch einer, ey. Bald müsste es soweit sein. Bald. Bald ist es soweit. Ich und meine Hirnfürze. Ach, warum spielst du nicht nochmal Mystic Quest Legend durch? Warum nicht? Das ist ja ein alter Klassiker. Das ist eines der besten Spiele, wenn du dich richtig erinnerst, aber mach es doch mal. Ich glaube, das wird nur unterschätzt. Was ist denn da passiert? Also erstmal den Hund wegzimmern. Einmal Lebenszauber. Hopp. Und viel besser. Much better. Much, much better. Komm, greif jetzt erstmal an. Weg damit. Jetzt gleich am Anfang machen sollen. Schabrack. Alter, jetzt ein Gegner nach dem anderen. Ein Gegner nach dem anderen. Ey, wieso widerstehst du der Attacke, Drecksköter? Warum hast du keine Magie mal benutzt? Probier, ich habe dich extra auf Auto gestellt, deswegen. Benutzt du mal einen Kraftzauber, ja, dass sich die anderen schön heilen können, ne? Nee, statt dass du den fucking Cerberus da angreifst. Oder die Chimäre, Entschuldigung. Was sehe ich da? Ich sehe Löwe, ich sehe Echse oder Drache und ich sehe Ziege. Frag sie, was der erste Kopf ist, der fällt. Aus diesem Triumvirat des Bösen. Du zwei Dullahans, mehr zwei Dullahans und ein Hund, ey. Der Teufelsalter. Erst den Hund weg. Weil er mich nervt. So, brenn ihm die Brusthaare vor der Brust. Oder irgendwie sowas, brenn ihn auf jeden Fall. Ugh. Todeszauber, ne, ich habe mehr als genug Lebenszauber. Du Schwein. Lomp. Und noch einmal. Ach was, heißt du dich selber? Ach was, Potzblitz.
jetzt. Okay. Okay, so. Nee, kompliziert. Komplexiert! Ist das alles? Mios. Das ist schon ein Heilzauber. Nicht, ja, Heils. Ein Kraftzauber, Entschuldigung. Ey. Heilzauber ist falsch benannt hier. So, jetzt aber. Oben rüber. Das sieht gut aus. Zwei der Gegner sind wir beim Boss, ne? Also 2, 3 mal 3 Gegner. Ähnlich die Steinstarre. Was habe ich dir denn getan, dass du mich steinstarrst? Okay. Oh, nee, nochmal, komm. Noch den anderen angreifen. Sexwolf. Wolfsgeheul, ey. Oh, du Fick. Wir müssen, dass dieser Kampf schnell vorbei ist. Ich will mich nicht anstrengen. Ich habe schon genug angestrengt. Mehr als genug angestrengt. Ja, komm, 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 hau den kaputt. Mach ein bisschen Bogen-Action. Lass mich wenigstens zerhauen. Was macht eigentlich mein Befinden? Ach, verdammt. 23.000, noch ein Level steige ich glaube ich nicht auf. Bis zum finalen Boss. Okay, also ein Gegner noch und dann sind wir da. Dann sind wir da! Voll das schizophrene Wetter. Gerade noch vorhin gedonnert und geregnet. Und jetzt sind wir voll bei Sonnenschein angelangt. Wegzimmern. Wegzimmern, na komm, komm, komm. Heil dich doch nicht so. Heil dich nicht so. So, alright. Also. Erstmal Magie und dann. Magie voll machen. Entschuldigung. Alright. Lasset uns ihn angehen. Den Falcono, der wie Vulturo ausschaut. Aber Falcono heißt hier. Vorbei. Haha. Ey, du Drecksmoggase. Ja, super. Total nichts gebracht. Ey. Es hat alles nichts gebracht bis hierhin. Rein gar nichts. Wieso greifst du nicht die gleichen Leute an, wie ich sie angreife? So, jetzt werde ich mal... Phobia darf gerne gleich heilen, aber... Ich fange jetzt schon mal mit der Magie an. Probier's mal mit der Flammenaura. Gib dir gleich Verwesung.
Flammenaura war nicht so toll, ne? Felsenaura. Schwerer Treffer, anfällig gegen... Oh! Oh! Anfällig bist du also gegen Pfeile. Das ist wieder Widerstand. Ah, Shizu-Schild. Okay, pro Distanz. Shizu-Schild, also keine Magie, ne? Okay, dann greifen wir normal an. Er ist anfällig, aber er widersteht auch der Attacke. Das ist doch ein bisschen shit. Ah, Shizu-Schild ist zerstört. Kann ich wieder Magie machen. Und ein Giftsturm. Okay. Donneraura. Nichts. Nebelaura. Ja, Nebelaura ist es. Das letzte, ey, nachdem ich schon so viel verschwendet habe. Nebelaura. Shizu-Schild. Okay. Hassgeier. Hassgeier heißt es, nicht Hassgeier. Ich würde das gerne heilen. Oh shit. Oh shit, Frau Schmidt. Ah, Shizu-Schild wieder weg. Aber ich hoffe. Fuck! Dumme Fuck-Scheiße, ey. Okay, aber dann weiß ich, was die Nebelaura erstmal mache. Haben wir zumindest den einen weg. Und eine Volksmusik. Probier, du darfst gern heilen. Erlaube ich dir. Ey, mich auch? Nicht nur dich. Nebelaura. Doppelkraftzaubermann. So, bitte Kraftzauber für dich. Okay, weiter. Nein, Mann, die andere Aura. Shizu-Schild, okay. Todestanz. Ja, sie halt. Pff, ey. Zwei Todestänze hintereinander, ohne dass ich was machen kann, oder was? Shizu-Schild ist oben, ne? Also, das Shizu-Schild ist weg. Dann mache ich das, probiere es nochmal. Nebelaura. Jetzt steht so Schild wieder. Ah, aber er ist schon schwächer geworden, ne? Treffer, geil. Ja, aber nur Kraftzauber für sich, oder was? Nächstes Mal auch ein Kraftzauber. Nur auf mich. Diese Schild ist zerstört. Okay, okay, okay. Das ist wieder volle Pulle Magie. Er ist anfällig, aber widersteht der Attacke auch. Das finde ich alles ein bisschen suspekt. Gerne uns beide heilen. Mit deren. Martibogen. Vorbei! Das ja auch sparen können. Okay, oh, Alter. Draw me like your sexy women. Was ist hier los?
Der steht der Attacke, das finde ich gut. Affzauber. Oh Mann, wenn der Kampf schon so schwierig ist, was ist da mit dem finalen Endboss? Ah, Schizo-Schild ist weg. Vorbei. Ey, Insta-Kill-Sachen sind scheiße. Okay, ich hab noch eine Aura. Komm, 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 komm. Viel ist da nicht mehr. So. Yeah! Monster besiegt. Alles Klärchen im Papierchen. Lass uns abspeichern. Wieder zurück. Habe ich eigentlich meine Magie, wird die wieder voll gemacht? Nee, wird sie nicht, ne? Kann ich hier irgendwo runterjumpen? Muss den Weg nochmal machen, ne? Aber gut, das heißt, aller Voraussicht nach, geht es jetzt abwärts. Abwärts geht es. Oh, nee, falsch. So, hoch. Nee. Wie war das nochmal? Hier durch. Hier runter. Nee. Oh, Alter, wieso sagt das einer denn keinen? Wenn hier runterfallen kann. Ja gut, das sollte mir egal sein. Ich will ja nur raus. Ja, ist fast sogar schon besser, ne? Warum habe ich denn nicht beide Truhen geholt? Achso, ich hatte schon volle Bomben. Daran lag's. Auch da der Schau. Oh, guck mal. Keine weitere Tür, die nach oben führt. Ich glaube, ich nehme schon mal mir die Magie aus dem Rucksack. Und speicher. Das sieht mir sehr bossig jetzt aus. Die Mondfestung. Boah. Okay, erstmal umschauen. Guck mal da. Ah, was ist denn das da? Oh, guck mal, und da ist ein Schatz. Da ist auch ein Schatz. Das ist alles sehr Zelda-mäßig hier geradeaus. Ist das eine Statue von mir? Oder was soll das sein? Ah, oder ist es der letzte Held? Was passiert denn da? Okay, das glotzt. Hm? Aha. Crackphobia, ihr Ritter des Lichts. Wir, die Kristalle der Erde, geben euch nun unsere magische Kraft. Ah, okay. Okay, was passiert jetzt? Was ist hier drin? Pfeile. Ey, Pfeile in so einer geilen Kiste? Krafttrank in so einer geilen Kiste? Heiltrank in so einer geilen Kiste? Och nee, ich habe coole Sachen erwartet. Zaubertrank. Ah. Das Ding hat es wahrscheinlich nochmal aufgefüllt, wenn ich dann nichts von dem gehabt hätte. Das war gar nichts, ey. Das war ja super Pipifax. Okay, wo geht's hier lang? Alter, okay, daran kann ich mich erinnern. Daran kann ich mich erinnern, ey. Jetzt geht's richtig ab gleich. Da ist er ja. Der finale Endboss von Mystic Quest Legend. Let's go. Demon King. Genau, der Dämonenkönig. Alright. Dann lassen wir mal probieren, gegen was der anfällig sein könnte. Flammaura. Luftflüche. Start natürlich. Ah, aber Flammenaura ist schon mal ganz geil. Wie ich erstarre. Hier steht die Attacke. Also Flammenaura. Luftfluch, besonders anfällig. Er widersteht. Magie. Was hatte ich? Die Flammenaura, ne? Rostnägel. Abwehr geschwächt. Das finde ich nicht gut. Schwerer Treffer. Widersteht der Attacke. Fast 2000 für die Flammenaura. Mach mal auf manuell. Flammenaura. Mit Donneraura. Hutstab. Alter, verwandelt sich. What the fuck? Donneraura war ziemlich scheiße. Flammenaura ist geil. Donneraura. Guck mal, wie groß der geworden ist. Alter, wie groß der geworden ist.
du Kraft zauberst mal bitte. Spiegelsäbel. Hat zum Glück die Flammenaura hilft noch. Okay. Flammenaura. Was ist mit der Nebelaura? Flammenaura. Nebelaura. Nebelaura auch geil. Alright. Flammenaura. Nebelaura. 4000 kann ich pro Runde abziehen. Gewitteraxt. Boah, gleich so viel. Dann heilt uns. Probier gleich. Flammenaura nochmal. Okay. Noch Zauber. Nun greift er jetzt mit der Flammenaura zuerst an. Gewitteraxt. Oh oh, oh oh. Oh nein, ich bin besiegt. Ich bin fucking besiegt. Lebenszauber. So. Also, Flammenaura habe ich noch eine. Ich muss auch nicht den Lebenszauber, den Kraftzauber einfach auf uns beide. Düsterdolch. Alter, 890. Ganz knapp überlebt. Alter, dritte Stufe. Spider King. Fucking Spider King. Okay, gib mir einfach das. Jetzt noch Nebelaura. Silbergewebe. Was passiert hier? Boah, Statuskacke. Wie viel steht da? Das ist natürlich Dreck. Herzklammer. Jetzt benutzt der Attacken von den anderen, ne? Okay. Flammenaura. Du machst bitte Magic. Zauber auf uns beide. 1900. Komm. Oh, 842. Ah, fuck. Okay. Zieht sau viel ab, die Herzklappe, ne? Dann mach du doch mal Kraftzauber. Und du brauchst mit der Nebelaura zu. Scheiße. Dumme Scheiße. Okay, wach auf. Nochmal. Kraftzauber auf uns beide zur Sicherheit, weil er greift schon wieder an gleich. Okay. Hassbrütern. Ja, komm. Denn schon. Gut, weil. Auf beide? Auf beide, ey. Nee, nicht Kraftzauber, Lebenszauber. Du Blitz. Widerstand der Attacke, haha. Okay, dann muss ich mal die Flammenaura machen. Ich brauche einen permanenten Heiler. Aber erst die Angriffsmagie ist zuerst, das finde ich ein bisschen scheiße. Die Heilmagie müsste zuerst sein. Ey, und auch... Ich hoffe, dass es keine One-Hit-Kills sind. Okay, dann... Jetzt du mal wieder den Kraftzauber. Magie. Nebelaura. Ah. Ich bin in so einer komischen Schleife gefangen. Ich kann nicht mal Abwehr machen oder sowas, ne? Ich muss einfach mal den
Nee, das ist zu viel Gerate zum Lebenszauber. Schon wieder Hassbrüte, aber... Es ist... Warum ist sie besiegt? Fickscheiße. Ich benutze bei beiden mal Heilmagie jetzt. Damit ich wenigstens einmal voll habe. Egal was komme, ich habe voll. Das einzige Mal, wo ich es nicht gebraucht hätte, ey. So. Also. Flammenaura. Jetzt sollte es eigentlich richtig rum sein. Kraftzauber. Goldgewebe. Versteinert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe volle Energie, ne? Okay. Ey, fuck you! Fick dich! Flammenaura. Nee, nicht Auto. Auto ist scheiße. Okay. Flammenaura, Nebelaura. 17 Angriffe habe ich insgesamt zwischen beiden. A 2000, 34.000. Ich hoffe, das ist genug. So, 8.000 knapp. Der nächsten wird es erst kritisch, ne? Ne, jetzt wird schon kritisch. Du Ficker. Ja, einer halt permanent. Greg halt permanent. Zauber. Okay. Laura. Okay. Bitte weiter so. Okay, nächste Runde. Ja, jetzt benutzt du zuerst. Das ist scheiße. Jetzt bitte wieder zuerst, ja. Jetzt heil mich voll. Ich war voll geheilt. Nicht mal voll geheilt. Okay, Spinne. Jetzt wird's kritisch. Scheiße, versteinert. Sag Magie. Zwei habe ich noch. Natürlich nicht, ey. Ah! Diese fucking Insta-Kills. Okay.
Kein Insta-Kill. Magie. Lebenszauber einfach mal da drauf. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Okay, jetzt ist Greg dran. Da haben wir Proforma, der attackiert automatisch den Schwächeren. Das heißt, ich sollte mir einfach mal eine Flammenmagie probieren. Ach, schaffe ich. Jetzt greift er als Letzter an, oder was? Silbergewebe. Warte mal. Lebenszauber heilt alles, ne? Lebenszauber heilt alles. Ja, super. Hätte ich gleich benutzen sollen. Flammenaura. Du nimmst dir mal bitte einen Zaubertrank. So, jetzt machen wir es nämlich so, weil der Greg gleich killen wird. Ich greife mit dem Flammending an und sie macht einen Lebenszauber auf mich rauf. Na, alles klar. Lebenszauber und er haut die Flammenaura trotzdem raus. Alles klar. Dann Flammenaura. Du machst bitte einen Kraftzauber auf beide. Hier ist sicher. Komm, komm, komm. So viel dürfen es nicht mehr. Ja! Was? Nein! Nein! Stufe 4! Oh Mann. Ich hatte schon gehofft. Flammenaura. Cool, jetzt. Widersteht. So viel darf es doch nicht mehr sein. Jetzt benutzt Greg mal den Kraftzauber, weil seine kosmische Power weg ist. Phobia hat ja noch jetzt 10 Nebelauren. Auras. Hey. Genauso wollen wir es haben. Oh, viel kann das nicht mehr sein. Ey, noch mehr Stufen glaube ich nicht. Das muss die letzte Stufe sein. Aber Kraftzauber. Jetzt bin ich dem einen Schritt voraus. So wie es eigentlich geil sein sollte. Hey, Schritt voraus. Hey. Lebensmagie. Wenn nicht Luft, was mache ich denn da? Lebenszauber auf. Sie drauf. Und. Er hat mich angegriffen, statt ist okay. Okay, jetzt bitte. Ja, 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 ja. Ist es das? Ist es. Ah! Es ist soweit. Ah! Oh Mann. Bei den Göttern, wir haben ihn gezwungen. Gezwungen. Zum Aufgabe gezwungen hier. Der Dämonenkönig ist tot. Das Gute hat gesiegt, das Land ist wieder frei. Und da. Der Almü taucht auf. Aber es war gar nicht der Almü, sondern er war ein Kristall. In menschlicher Gestalt habe ich, der Kristall des Lichts, euch begleitet. What a twist! Ihr habt das Böse mit Hilfe der kosmischen Kräfte besiegt. Geht nun und vollbringt wundervolle Taten und hat Babys. Schön. Da wurde es doch nochmal spannend, aber ich habe ihn überlistet. Den dummen Gegner. Ich steuere übrigens gar nichts mehr hier, ne? Das passiert alles von alleine. Ja, und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Die Welt ist befriedet. Greg, ist es wahr? Du hast den Dämonenkönig bezwungen. Muss ich selbst weiter drücken? Ja. Ich würde sogar sagen, ich habe den König der Dämonen bezwungen. Rubens und Max sind übrigens wieder zu Hause. Gut, sag ihnen, dass ich sie mal besuchen werde. Nicht. Der Tochter sagst du nicht mal Tschüss?
Das ist jetzt wohl hier. Ah, guck mal, Foresta. Jetzt gehe ich einmal durch und sag meine. Auf Wiedersehen hier so. Kalia. Den Göttern sei Dank, du lebst. Was hast du nun vor? Ich will die Welt bereisen, Max. Leihst du mir das Schiff? Mach dir keine Sorgen, Kalia. Ich komme wieder. Ach, jetzt. Ach was. Jetzt hast du was für ihn übrig, ne? Wo es die ganze Zeit zu Rubens und so weiter. Nee. Mandern, ich will mit Phobia. Das Schiff gehört dir. Alles klar. Oder ist er doch nicht mit Phobia verbandelt, der Greg? Wir haben doch den Endgegner gemeinsam durchgestanden. Da, Spencers Ort. Hallo, wie geht's? Naja, es geht so. Hast du Tristan gesehen? Nein, sicher ist er wieder hinter irgendeinem Mädel her. Falls er wieder auftaucht, grüßen von mir. Oder auch nicht. Auch hier die Schnellvariante. Schnell durch, klack, klack, klack. Alle Stationen mal ab. Oh, und da geht's Rock'n'Roll-mäßig ab. Ach, da, guck mal, der Rubens. Na, Alter, wie läuft's denn so? Ast rein, ey! Lass uns feiern! Ich würde ja gerne, aber das Abenteuer ruft. Komisch, ich höre ja gar nichts. Rubens macht Power-Action hier. Und? Guck mal, da sind sie alle. Das Schiff ist wie neu. Das war die Titanic auch. Hoch lebe Captain Greg! Yay! Ich arbeite gerade an meiner nächsten Verfehlung, Erfindung. Junge, komm bald wieder. Dein Schuh ist offen. Schreib mal eine Karte. Text, ich habe meinen Text vergessen. Wie wäre es, wenn ich dich begleite? Hä? Hör nicht auf Opa, er ist schon ziemlich verkalkt. Lass dich nicht so feiern, mach dich endlich auf den Weg. Vergiss uns nicht. Ja, aber... Hä? Nur doch wenigstens eine der Tussis mit. Bestimmt nicht, lebt wohl. Ja, hier, Frauen. Kommt so mit. Beide wollen mich. Yay, ich bin ein Kapitän, ich habe die Welt gerettet. Kristalle, Licht, Galomatico. Oh, und wohl der aufwendigste Grafikshot im gesamten Spiel. Ganz ehrlich, das Spiel sah ja nicht ansatzweise so gut aus, wie wir gerade das in diesem Grafikshot sehen. Hä, was ist denn los, diese Musik? Ey, dich kenne ich doch. Tristan, du hier? Irgendjemand muss doch auf dich aufpassen, Kleiner. Ich heiße Greg. Ach, aber ich nehme Tristan mit und nicht die Tussen? Was ist denn hier los? Okay, und dann läuft der Abspann nach einer Geschichte von Chihiro Fujioka. Das war's mit Mystic Quest Legend. Eine Schnapsidee von mir, es nochmal durchzuspielen. Und da habe ich es tatsächlich gemacht. Ach, man kann auch angenehmer seine Zeit verbringen. Ja, vielen Dank an euch alle, die ihr das Sprite-Seeing bis hierhin begleitet habt. Ihr seht da Cloud Mäuse und Markus Mehlolte. Ah, du warst auch verantwortlich für die ganzen deutschen Texte hier. War interessant, mal wieder das vor Augen sich zu haben. Das letzte Mal habe ich es echt durchgespielt, da war ich noch Kind, fast Teenager, glaube ich. Und selbst damals konnte man schon sehen, dass es nicht das geilste Spiel aller Zeiten ist, aber zumindest, wenn es das Game ist, das dafür nötig war, dass er einmal so als Testfühler hier rauskommt, können wir richtige Rollenspiele auch den westlichen Kindern geben, nicht nur in Japan die coolen Sachen belassen, dann war es ja zumindest mal ein guter Schritt hier. In Europa hat es nicht enorm viel gebracht, weil die coolen Sachen wie Chrono Trigger und Final Fantasy VI und Final Fantasy IV sind ja nur in Amerika dann rausgekommen, aber immerhin, ich konnte sie ja importieren und das ist ja auch das Wichtige. Zum Spiel selbst, ha, es hat ein paar schöne, nette Geschichten. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob es ein Rollenspiel im Schnellgang immer ist. Ja, als ob es immer einen Gang zu viel eingelegt hat und immer Power, 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 Power. Wenig Story, wenig Locations, die man besuchen kann. Ne? Dafür aber ordentlich große Dungeons mit verworrenen Gängen und sehr, sehr vielen Kämpfen, die man abfahren muss. Dafür an gewissen Stellen runtergedampft, damit man auch den Eindruck hat, es ist ein Rollenspiel für Einsteiger, ne? Dass es keine Random Encounters gibt, sondern feste Gegner, die man auch alle abarbeiten kann, dass man keine Oberwelt hat, sondern auch sogar Kampfgebiete auf der Oberwelt, damit man dort simuliert die Encounter und dort einfach einen Kampf nach dem anderen wegzwibbelt. Übrigens hier, besonderer Dank, Yoshima Ikawa kenne ich nicht, aber Ted Woolsey ist der Ami-Übersetzer, der die fantastischen Lokalisationen zu den Final Fantasy und Chrono Triggers gemacht hat. Ich habe nie die englische Version von Mystic Quest gespielt oder in Amerika, wie gesagt, Final Fantasy Mystic Quest dann genannt. Die deutsche Version, ey, die Texte sind okay, machen Spaß, ne, das Spiel ist eh nicht zu ernst und ich glaube, ich habe jetzt mehr Mystic Quest gespielt, als es jemand in einem Leben machen muss überhaupt. Und immerhin, der wirklich schöne Endscreen, der versöhnt echt.
dafür, dass das Spiel grafisch nicht so berauschend gewesen ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an der Geschichte der Kristalle und des Lichts. Wenn wir mal ein anderes Final Fantasy dann durchnehmen, dann werdet ihr auf jeden Fall auch wieder was mit Kristallen zu hören bekommen. Oh, jetzt habe ich auf den Knopf gedrückt. Jetzt fährt das so entlang. Kann ich was machen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Bildschirm hat sich aufgemacht. Wir sehen, das Schiff gehen Horizont fahren. Ich hoffe, dass Phobia und Kalia irgendwann nochmal wieder dazukommen. Und nicht, dass wir die ganze Zeit mit Tristan abhängen müssen. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen. Das war das Sprite-Siegen mit Mystic Quest Legend. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Gregor. Tschüss, tschüss.